Leute, ich glaub es nicht. Mann, ey. Man hätte einfach da Anlauf nehmen müssen, runterspringen müssen, also hier raufspringen müssen und einfach beten müssen, dass es klappt. Und es hat geklappt und es ist mir jetzt auch egal, dass du dir jetzt die Haxen gebrochen hast. Ich habe mich so geärgert, die letzten Anlaufversuche. Ich habe es nicht hinbekommen. Ich habe es nicht hinbekommen. Weil ich ja versucht habe, die ganze Zeit hier lang zu laufen. Aber gut, wir haben es geschafft und ich bin super froh und juhu und... Mann, ihr hättet mich mal sehen sollen. Das war höchst interessant mitzuerleben für meine Umwelt. Weil ich mich... Am Ende hatte ich wirklich keine Lust mehr aufzunehmen. Das war fürchterlich. Aber gut, ich habe es ja jetzt geschafft. Und es war ganz komisch, weil ich dann noch ein paar Mal versucht habe, mit Anlauf darüber zu kommen. Das hat auch wiederum nicht geklappt. Und dann habe ich mich gefragt, irgendwie musst du das doch mal geschafft haben. Verdammt ich. Und, ja. Jetzt ist sie da ganz komisch irgendwie draufgesprungen, hing dann da so ganz komisch dran und hat sich da total in der Luft quasi hochgezogen. Das war wohl so eine Art Glitch. Habe ich jetzt nicht mehr drauf. Das ist oben auf dem Atrium, das du gleich erreichst. Was erreiche ich gleich? Ist mir auch egal. Dingens. Was wollte ich sagen? Ja, und ich habe es geschafft und das habe ich jetzt nicht mit drauf, aber das ist eigentlich auch egal, ne, oder? Oh Gott, es hat gespeichert und juhu, und ich erinnere mich noch sehr an diesen wunderschönen Raum. Denn, hier dürfen wir jetzt ganz hoch. Ist das nicht schön? Ja, Leute, es ist doch wunderschön. Und, ah, die Sonne und juhu, und die Sonne scheint. Bei mir scheint die Sonne gerade nicht. Hat vorhin gerade geschienen. Jetzt muss ich mich mal kurz überlegen hier, wie war denn das noch? Wo komme ich? Ich glaube da hinten, oder? Es ist wunderbar. Ich glaube, das wird jetzt sau interessant für die Leute, die das sehr auf Jump and Run hier anlegen. Wo bin ich nochmal hochgekommen? Muss ich mal eben kurz... Ah, ich glaube, da hinten. Ja, genau. Hier war das. Genau. Yeah, you got it, Mädel. Moment. Nein, andere. Ja, gut, okay, oder so. So, jetzt stecken wir hier. Wo bin ich denn jetzt rauf? Ach so, okay, doch. Eigentlich wollte ich dahin. Kommt man denn da weiter? Nee. Dann bringt einen das auch nichts. Moment, ach so, ja, ich bin ja auch blöd. Genau. Oh, wunderbar. Und hier wird total... Fällt überhaupt nicht auf, ne? Oh, wow, rot, oh, rot. Ja, überhaupt nicht auffällig oder so. Ui. Juhu, und jetzt sind wir hier. Da sind ein paar komische Müllbeutel. Die stehen hier so mittendrin rum. Farbeimer. Irgendwas. Und ja, wir müssen hier hoch, weil hier ist, glaube ich, so eine rote Tür. Deswegen zeigt unser Navi jedes Mal, wenn wir dahin wollen. Da hoch. Oh, hier ist irgendwie gerade so ein Papierfussel runtergeflogen. Oder was auch immer das war. Okay, wieder sowas total Unauffälliges. Oh, ich finde die Musik hier so chillig. Richtig schön finde ich die. Das beruhigt einen auch sehr, wenn man dann mal irgendwann runterfällt, dann, dass man sich nicht so extrem ärgert. Nee, da hoch, das kann nicht gut gehen. Das kann gar nicht gut gehen. Das funktioniert sicherlich nicht. Hätte ich jetzt hier hoch müssen, da irgendwie abspringen. Ach, sicherlich, ja, nee. Oder? Nee, ich hab's ja nicht. Hat ja gar nicht. Hätte nicht klappen können. Das geht doch nicht so. Nun, denn mein Toe. Also, joa. Wo müssen wir denn lang? Ich hab keine Ahnung. Wo war das denn? Ach, ich glaube, ja, ich weiß schon. Ah, ja. Oder? Okay. Kannst du hier so... Utschiller. Wow, check it. Verdammt. Das war eigentlich nicht meine Absicht. Oh Gott, ich bin voll desorientiert hier. Gerade. Mädchen, such dir Möglichkeiten zum Festhalten. Du bist fake. Du kannst alles. So, beinahe. Leck mich so rum. Leck doch nicht. Nee, hier, das bringt nichts, wenn wir darauf wollen. Oh, ist das extrem spannend hier. Oh, Papierfussel. Schon wieder.
Traps, beruhig dich. Wow. Yes. Skype hat wieder irgendwelche Panikattacken hier. Moment mal. Von hier komme ich doch. Richtig. Ach ja, stimmt. Hier bin ich ja runtergeknollt. Moment. So. Ah, yes. Okay. Now I got it. Ah, right. Okay, so. Oh Gott, das ist ganz furchtbar. Wenn man Pest Wars Let's Plays anguckt, dann fängt man auch an, Englisch zu labern. Das geht gar nicht. Huch! Nee, eigentlich wollte ich nicht da hoch. Nö, was hast du gemacht jetzt? Hoch, bei Stange. Wey, nein, da wollte ich nicht runter. Ganz schlechte Idee. Free fall, free fall. Was wird das, Mädchen? Was wird das jetzt? Was habe ich eigentlich vor, frage ich mich. Ah, gut. Wow. Dr. Dave. Seht ihr da hinten? Werbung von Dr. Dave. Ja, Moment. So, jetzt sind wir in der zweiten Etage, wie es aussieht. Und gut, genau. So, jetzt weiß ich es auch wieder eigentlich. Nein! Du solltest dich doch festhalten. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Eigentlich wollte ich da so hoch. Was zum... Nein, ich wollte eigentlich da... Wame. Okay, scheiß Dreck. Das hat nicht geklappt, wie ich das... Und noch eine Etage abwärts. Warum nicht? Ach, komm. Ach, okay, jetzt bin ich hier oben. Ach, ich hätte auch gleich... So, gut. Nein! Nicht ganz rüber. Ja, du musst schon angeben, ne? Du musst unbedingt zeigen, wie weit, dass du hier voll über den Block springen kannst. Nee, okay, jetzt stehen wir hier ganz doof, weil hier was im Weg ist. Fate, ne? Du bist so genial, Mädel. Nein, halt dich fest. Halt dich um Gottes Willen fest. Ich wollte eigentlich, dass du dich hier festhältst, oder? Das funktioniert auch. Gut. So oder so, passt schon. Oh ja, und balancieren ist ja meine Lieblingsfreizeitbeschäftigung. Weil ich das so übelst nicht drauf habe. So, okay. Jetzt muss ich mal eben sehen. Ich glaube, da muss ich mich dann irgendwie... Wenn ich da runter bin, dann bringt mir das wieder nichts. Ja, dieser rote Balken hier muss schon irgendwie seinen Sinn und Verstand erfüllen in diesem Spiel. Bringt es was, wenn ich da jetzt drauf hüpfe? Das ist schon zu lange her, dass ich das gespielt habe. Ich weiß nur, dass ich mir hier irgendwann mal Hilfe holen musste, weil ich einfach nicht mehr weiterkam. Und ich habe so eine Vermutung, dass ich da auf diesen Balken rauf muss. Okay, aber was jetzt nicht unbedingt funktioniert, wenn man von ein paar Meter Entfernung dagegen springt. Nein! Das sah jetzt total episch aus, aber hat dir nicht wirklich was gebracht, liebe Fate. Liebe Fate, nein, nein, na wuch, na, na, was machen wir denn hier? Sinnloses auf den Tasten rumgekloppe. Na, 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 komm, zack, okay. Oder bringt das doch was, wenn wir darüber springen? Ich versuch's mal. Das ist ja schließlich die andere Seite. Waren wir hier? Wir waren doch hier schon, oder nicht? Das sieht hier alles so gleich aus. Ah, ich glaube, ich weiß wie, oder? Nein! Schon wieder dein komischer Rückwärts-Runterfall-Dingenskirchen. Ach Mensch. So. Ja, ist alles ganz anstrengend, Faith. Wow, 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 wow. Ja, ich weiß, dass da ein Abgrund ist. Geh da mal bitte lang hier. So. Ja, huch, nanu, nicht ganz runter. Das war nicht Sinn und Zweck der Übung. Hm. Nein? Jo, okay. Wow. Wow, wow. Wo, wo, wo? Okay, ich glaube, das war nicht so ganz... Wo wollte ich eigentlich hin? Wame. Scheiße, wo bin ich denn jetzt? Also ich habe eine Möglichkeit. Abwärts oder aufwärts, indem ich dagegen... Ah, okay, da wollte ich hin. Was? Ich bin verwirrt. Wo ist der... Ach, da wollte ich hin. Vielleicht funktioniert's. Nein, es funktioniert nicht und es geht wieder abwärts. Noch eine Runde. Wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Nein, nein, du bleibst stehen. Der Staub wirbelt hier so auf, wenn sie
versucht da lang zu springen. Gut. Das war jetzt mal eben die schnelle Lösung. Nicht mehr über diesen blöden Blockspot-Kasten da. Ich will eigentlich da hoch. Ja gut, halte ich doch fest. Genau, genau. Ist doch auch keine schlechte Lösung. Aber ich glaube, nach oben, da kommst du jetzt nicht mehr. Nee. Nein, 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 nein. Wie tot bin ich jetzt eigentlich? Ich bin schon sehr oft gestorben in diesem Spiel. Nein! Ich habe gedacht, es funktioniert wieder schon. Wieder so schnell, aber nein, es wollte irgendwie nicht, weil ich mir wieder irgendwie alle Gräten breche. Nein, ich breche Faiths-Gräten, nicht meine. Wäre ein bisschen schade drum, wenn es meine Gräten gewesen wären. Finde ich jedenfalls. Jetzt versuchen wir das nochmal mit aller Mühe und Kraft da von hier abzuspringen und dann darauf. Komm, Faiths. Nein! Das war jetzt nicht so der Sinn und Zweck. Schon wieder nicht. Egal, ich mache hier jetzt mal einen Schnitt und versuche mich weiter im Dunste der Staubkügelchen, die hier so rumfliegen, was sehr episch aussieht, wie ich finde, mache ich jetzt einen kleinen Schnitt und versuche in der nächsten Folge mich ganz hoch zu kraxeln. High up to the sky. Bis demnächst. Ciao.